Ja, herzlich willkommen zu meinem Talk über digitale Souveränität durch Self-Hosting. Ganz kurz zu meiner Person. Also ich bin im Linux- und Unix-Umfeld tätig, freiberuflich und versuche auch bei meinen Kunden so viel als möglich auf Open-Source-Software zu setzen und bin auch stets auf der Suche nach interessanten Projekten. Die Adresse vom Vortrag findet ihr hier, die seht ihr hier. Und ein PDF steht ebenfalls zur Verfügung oder ansonsten findet ihr die auch auf der Linux-Tage-Seite in Zukunft. Und im Sinne der Veranstalter möchte ich auch darum bitten, die Veranstaltung im Anschluss zu bewerten. Ganz kurz zum Inhalt. Also zunächst möchte ich einmal auf die Grundlagen eingehen, dabei vor allem einmal den Nutzen nennen, den man hat, wenn man Software selbst betreibt, Dienste selbst betreibt. Und danach möchte ich auf konkrete Architekturbeispiele eingehen. Und den Hauptteil, den werden dann die Beispiele an sich einnehmen. Das heißt, da stelle ich aber Softwaredienste vor, die sich sehr gut meiner Meinung nach dazu eignen, selbst betrieben zu werden. Und ganz am Schluss würde es mich freuen, wenn es zu einer Diskussion bzw. einem Austausch kommt. Und dazu ist da dieses, habe ich dieses Pad eingerichtet. Da kommt ihr entweder durch Eingabe dieser Adresse hin oder über diesen QR-Code. Ja, was ist jetzt überhaupt Self-Hosting? Was verstehe ich darunter? Und damit ist einmal in erster Linie alles gemeint, was ich bei mir on-premise, das heißt zu Hause als Server hoste. Und das geht los eigentlich beim Raspberry Pi, kann das sein. Wenn es irgendwas Netzwerklastigeres vielleicht ist, kommt dann P-Engine-Ports in Frage zum Beispiel. Oder dann Thomas Crane Hardware habe ich da gern im Einsatz zum Beispiel. Oder es gibt von einer relativ beliebt für so kleine Home-Server ist der HP Microserver Generation 8 zum Beispiel. Oder gibt es jetzt, glaube ich, mittlerweile auch schon zwei neuere. Oder wenn es dann ein bisschen was Größeres sein sollte, irgendwas von Supermicro. Aber für den heutigen Vortrag möchte ich den Begriff jetzt auch nicht gar so eng fassen. Das heißt, für mich zählt auch alles davon, also alles unter Self-Hosting, das ich im weitesten Sinne selbst manage. Das heißt, mehr oder weniger das, wo ich drauf root bin. Das heißt, das kann dann ein Virtual Private Server sein beim Anbieter oder tatsächlich dann ein Root-Server. Oder zum Teil würde ich sogar Infrastructure as a Service da noch mit dazu zählen. Ja, was meine ich jetzt überhaupt mit den Begriffen oder wieso ist mir digitale Souveränität wichtig? Was ist darunter überhaupt zum Verstehen? Ja, meiner Meinung nach, oder zumindest bei mir selbst kann ich das sagen, das ist jetzt nicht nur unbedingt Idealismus, sondern ich finde etablierte Plattformen einfach oft objektiv gesehen schlecht. Das heißt, was ich oft bemerke, ist, es gibt einen gewissen Interessenskonflikt zwischen dem, was der User will und dem, was die Plattform will. Der User will meist einen guten Dienst konsumieren und das möglichst kostenlos. Die Plattform will möglichst viel Umsatz generieren. Und was mich dann besonders stört, ist, dass eigentlich für den End-User das Businessmodell entweder gar nicht bekannt ist oder einfach schlecht kommuniziert wird. Das heißt, ich will jetzt da nicht generell Plattformen kritisieren. Wenn man sich der Implikationen bewusst ist, dann ist es durchaus in Ordnung, diese zu verwenden. Nur das sehe ich eben gerade bei den Großen eigentlich weniger. Mir ist auch wichtig, die Kontrolle über die eigenen Daten, zumindest im Rahmen, wo das möglich ist, zu behalten. Das heißt, wo liegen sie überhaupt? Wie werden sie möglicherweise monetarisiert? Und auch ist mir wichtig, den Informationsfluss ein bisschen unter Kontrolle zu halten. Das heißt, was stelle ich eigentlich wo zur Verfügung? Ein weiterer so ein Punkt, um ein Vendor-Lock-in zu vermeiden, sind für mich die Import- und Export-Schnittstellen. Das heißt, da ist darauf zu achten, wenn ich den Dienst wechsle, kann ich dann meine Daten zum nächsten Dienst mitnehmen. Ja, und ganz wichtig ist mir auch der Punkt, Sharing is Caring. Das heißt, gerade die technisch Versierteren unter uns würde ich gerne im Rahmen vom Vortrag motivieren, da auch für Familienmitglieder und Freunde einfach eine Infrastruktur und Dienste zur Verfügung zu stellen. Ja.
Im Großen und Ganzen kann man das eigentlich zusammenfassen, dass mir halt darum geht, mitzubestimmen, wie wir eigentlich in Zukunft digital zusammenleben wollen. Da ganz kurz der Einschub zu einem Buch von der Frau Zuboff, das kürzlich jetzt Anfang 2019 erschienen ist. Die setzt sich da auch mit dem Thema digital zusammenleben und im speziellen Überwachungskapitalismus auseinander. Ja, sehr empfehlenswert. Und sie geht auch darauf ein, wieso wir noch nicht einmal das Produkt sind, also dieser Dienste und der großen fünf. Ich habe im Anschluss jetzt ein paar Beispiele aus dem Netz der aktuellen Vergangenheit zusammengetragen, die ich auch erwähnenswert gefunden habe. Da sehen wir zum Beispiel eine Kampagne der New York Times zum Thema Privacy, die ihrerseits wieder voll ist mit Trackern von Google und Konsorten. Da war der Aufschrei auch groß, als kürzlich eben bekannt wurde, dass Amazon bei den Alexa-Nachrichten der User mitliest. Das steht für mich sinnbildhaft dafür, dass oft User blind den Diensten vertrauen, ohne zu reflektieren. Also ich will den Plattformen auch gar keine bösen Absichten unterstellen, aber es wird immer wieder klar, dass sie mit den ihnen anvertrauten Aufgaben einfach überfordert sind. Es soll aber auch ganz, ich möchte auch ganz klar sagen, ich bin da keineswegs ein Technik-Pessimist, also ich trage selbst einen Tracker also am Handgelenk. Mir wäre es halt nur wichtig, irgendwie wieder die Hoheit über diese Daten zurückzugewinnen. Mit dem Thema Hosting befindet man sich dann auch automatisch irgendwie in dem Spannungsfeld zwischen Zensur und Fake News. Das ist auch nicht wirklich Lösung parat, aber Zensur kann es meiner Meinung nach auch nicht sein. Ja, also ein unglückliches Beispiel ist die Veröffentlichungsplattform Medium, also für Blogger und dergleichen, die das Businessmodell ein bisschen verschärft hat und dann jetzt immer ungut mit solchen Pop-ups auffällt und ja, was auch schon dazu geführt hat, dass viele Content Creator davon wegwechseln. Oder das steht für mich beispielhaft dafür, was will ich als User eigentlich und was will die Plattform. Ich hätte gerne nur die Präsentationsslides von einem Vortrag zum Beispiel, bin aber gezwungen, um diese zu halten, mich da zuerst anzumelden. Sobald ich das dann gemacht habe, werde ich zugespammt mit einer Mail. Die hat wieder 11 externe Links drin, nur um den User halt über die Plattformen hinweg zu tracken. Und nicht zuletzt ist es, glaube ich, auch eine Frage vom digitalen Kulturgut. Das heißt, so wie bei MySpace jetzt kürzlich aufgekommen ist, die haben 50 Millionen Lieder verloren. Das heißt, da geht durchaus auch tatsächlich für die Menschheit was für immer verloren. Und ein weiteres Ärgernis für mich im aktuellen Web ist, wenn so künstliche Einschränkungen getroffen werden. Das heißt, die Plattform findet kein vernünftiges Businessmodell und ja, dann wird man durch solche Pop-ups eben genervt. Da sei noch erwähnt, das kann man dann zum Beispiel durch einen YouTube-Downloader umgehen und dann mit seiner eigenen Infrastruktur die Videos dann so ansehen, wie es einem passt. Das für mich zeigt irgendwie, ja, dass nicht unbedingt immer die beste Plattform gewinnt, also, sondern eher die meisten User an sich binden kann. Da jetzt nur einmal zum Beispiel anhand von Memory-Verbrauch, der da jetzt bei Slack rund 20 Mal so hoch ist wie bei Diensten, die eigentlich schon jahrzehntelang das Gleiche machen. Ja, das ist übrigens auch Workspace, ganz frisch gestartet, also ich habe im Internet nachgelesen, das geht hinauf bis zu 2 GB Speicherverbrauch. Das ist, ja, ist glaube ich, elektronbasiert Slack. Ja, dann kommen wir als nächstes zu den Herausforderungen vom Self-Hosting. Natürlich kostet mir das eine gewisse Investition an Zeit und durchaus auch Geld. Dann
Wobei man sagen muss, es gibt schon so Turnkey-Lösungen, Unohost, CloudRun, FreedomBox zum Beispiel. Da habe ich im Anhang einiges zusammengefasst, für wenn das für jemanden interessant sein sollte. Da muss ich aber gestehen, mit denen kenne ich mich selbst nicht so gut aus. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass viele Dienste erst dann einen Sinn ergeben, wenn sie von einer Community genutzt werden. Das heißt, ich habe jahrelang meinen eigenen XMPP-Server betrieben. Das war relativ erfolglos, weil den hat außer mir dann eigentlich auch keiner genutzt. Den habe ich dann irgendwann abgestellt. Und natürlich ist da bei Diensten wie Self-Hosted Mail dann zu bedenken, wenn ich dann mit Gmail-Usern kommuniziere, dann landen erst wieder alle Daten bei Google. Security-Aspekt ist natürlich immer wichtig. Das heißt, mit jedem zusätzlichen Projekt, das ich selbst dann auch hoste, steigt auch die potenzielle Angriffsfläche. Es ist ja schwer möglich, von jedem einzelnen Projekt den Quellcode immer zu überprüfen. Und ja, was auch dazu kommt, sind natürlich rechtliche Belange. Gerade jetzt der Artikel 13 bzw. 17 vom Urheberrechts, von der Urheberrechtsreform, Upload, Thema Uploadfilter, muss man dann halt auch abwägen, inwiefern das die eigenen Dienste dann betrifft. Die meisten Beispiele, die ich heute vorstelle, sind eigentlich klassische Client-Server-Anwendungen. Es geht für mich eigentlich die Richtung, aber ganz klar Richtung Dezentralisierung. Das heißt, ich habe ein föderiertes Netz an Diensten und gerade in dem Bereich wird dann das Self-Hosting wieder besonders wichtig, weil Self-Hosting, das hilft zwar schon dabei, jetzt dann Manipulation zu erschweren, bringt aber dann neue Probleme mit sich. Das heißt, bei Mastodon sieht man es jetzt zum Beispiel zum Teil, dass sie alles wieder auf ein paar wenige große Instanzen konzentriert. Es wäre aber wichtig, dass das eben verteilt bleibt und dass es viele Instanzen gibt. Ja, da sind jetzt noch ein paar andere Lösungsvorschläge eben aufgelistet, unter anderem eben auch das Solid, hinter dem der Tim Berners-Lee auch steht. Aber die vielversprechendste, denke ich, ist sicher ActivityPub als Protokoll mit dem Fediverse im Hintergrund. Dann kurz zur Umsetzung. Da zunächst einmal zu den Auswahlskriterien. Es ist immer wichtig, sich mal anzuschauen, wie aktiv ist das Projekt überhaupt, wie lange gibt es das schon. Dann wieder das Thema von der Schnittstellen, das heißt, wie bekomme ich meine Daten rein, wie wieder raus. Wie arbeitet es mit bestehenden Diensten, die ich bereits verwende, zusammen? Was ist das für ein Technologie-Stack? Ist das einer, den ich bereits kenne? Oder wenn es einer ist, den ich noch nicht kenne, bin ich gewillt, mich da einzuarbeiten, den zu betreiben? Dann, also im Großen und Ganzen verwende ich fast ausschließlich Open-Source-Software, aber es kann auch vorkommen, dass das nicht der Fall ist. Dann kann man auch proprietäre Software selber hosten zum Beispiel. Und wichtig ist für mich, den Unterschied herauszustreichen zwischen dem reinen Aufsetzen und dem Betreiben, weil aufgesetzt ist in der Regel schnell etwas, aber das über Jahre lang dann sicher zu betreiben, das ist dann schon etwas aufwendiger. Und natürlich muss man stets den Aufwand und den Nutzen abwägen, zum Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung mit meiner Mastodon-Instanz, die habe ich dann auch nach einer gewissen Zeit abgedreht, weil es beim Updaten immer Probleme gemacht hat. Da braucht es dann auch einen neuen Anlauf in Zukunft. Da wird es einmal grob dargestellt. Einen Aufbau, den ich in der Art selbst betreibe und auch so empfehlen würde. Das heißt, alles nach außen freigegeben sind nur die Ports, die unbedingt benötigt werden. Das Ganze geht dann über eine Firewall und wird dann an die Container, die einzelnen, weitergeleitet. Ja, zum Thema Container ist generell meiner Meinung nach sehr sinnvoll, diese einzusetzen. Und man muss aber auch bei Docker zum Beispiel aufpassen, woher bezieht man seine Images und ob das vielleicht auch Sicherheitsfragen aufwirft. Ich habe da jetzt das Gleiche noch einmal zu meinem konkreten Setup mit dem Betriebssystem und dem Jail-Framework für die Container dargestellt.
Und das HTTPS Reverse Proxy, das heißt, alle HTTPS-Fragen kommen da am Reverse Proxy an und werden dann intern weiterverteilt über die, an die einzelnen Anwendungen. Außerdem ist es empfehlenswert, einen eigenen Management-Jail in dem Fall zu betreiben oder einen eigenen Management-Container. Wenn man jetzt da wirklich nur wenige Container hat, dann kann man das unter Umständen auch noch über SSH bewerkstelligen. Aber natürlich, Stichwort Infrastructure as a Code, wenn es dann ein bisschen mehr wird, dann zahlt es sich aus, da zum Beispiel sowas wie Ansible einzusetzen. Dann noch ein paar Mindestanforderungen, zumindest aus meiner Sicht, für Self-Hosting. Da ist zum einen einmal das Allerwichtigste, ein Backup, ein funktionierendes. Da noch einmal der Hinweis, Arrayed ist kein Backup und auch eine automatisierte Dateisystemreplikation ist ebenfalls kein Backup. Wenn man da noch keine bestehende Lösung hat, dann zahlt es sich aus, das einfach als Borg-Backup sich zum Beispiel anzuschauen. Ja, auch beim Monitoring ist meine Empfehlung, ganz einfach einmal zu starten, wirklich nur die wichtigsten Dienste zu überwachen, dass man da nicht in die Alarmfatigue, dass man da nicht von der Alarmfatigue betroffen wird. Das heißt, nur jene Notifications ausschicken, die auch wirklich Handlungsbedarf dann erfordern. Und der wichtigste Punkt ist bezüglich Sicherheit, ist das Betriebs, sowohl das Betriebssystem als auch die Software auch wirklich regelmäßig patchen. Das heißt, wirklich bei jedem Projekt, das man vorhat, ernsthaft zu betreiben, auch den Changelog verfolgen, schauen, was gibt es für Security Advisories und entsprechend rasch dann auch handeln. Ja, und ich glaube, das braucht man auch nicht mehr wirklich dazu sagen, alles andere als HTTPS ist eigentlich auch nicht mehr wirklich zeitgemäß heutzutage. Ja, Backup, wirklich, und auch überprüfen. Da haben wir so einen Screenshot von, das ist zum Beispiel in dem konkreten Fall so HP Microserver in Aktion und der Screenshot kommt vom NetData Monitoring Tool. Ein paar Worte vom Zugriffsschutz. Das ist natürlich bei Self-Hosted-Diensten, bei selbstgehosteten Diensten reicht es von bis, das heißt, ich möchte, dass das öffentlich mitbenutzt wird, bis hin, da sind private Daten drin, die gehören entsprechend geschützt. Da gibt es zum einen jetzt einmal auf physischer Ebene Festplattenverschlüsselung und dann habe ich versucht, so ein bisschen noch zu rein, das heißt, sehr sicher würde ich dann VPN betrachten oder auch SSH vorwärts als Purmans VPN vielleicht. Ich kann IP-Adress-Whitelisting einrichten oder mit TLS-Client-Zertifikaten arbeiten. Sonst kann ich nach wie vor auf HTTP Basic Authentication relativ einfach setzen. Da ist halt wieder sehr wichtig, das nur verschlüsselt zu tun. Oder Multifaktor-Authentisierung bzw. One-Time-Passwords einzusetzen oder sich rein auf den Authentisierungsmechanismus der Anwendung halt verlassen. Dann unter dem Thema Hintergrundrauschen reduzieren habe ich das jetzt zusammengefasst. Also das sind explizit keine Security-Tipps, aber es hilft trotzdem dann gerade bei Servern, die tatsächlich im Internet stehen, da die Last am Server durch automatisierte Angriffe zu reduzieren. Das heißt, ich kann die Default-Ports ändern. Wenn ich weiß, mein Dienst wird sowieso nur aus ein paar wenigen Ländern verwendet, dann kann ich ja Geoblocking einsetzen. Oder was auch hilft, ich setze einfach die Client-Voraussetzungen so hoch, dass da automatisierte Angriffe automatisch weniger werden. Das heißt, IPv6-only zum Beispiel wäre so ein Thema. Oder TLS 1.3 voraussetzen. Oder ich schränke es über Header, über die HTTP-Header zum Beispiel ein. Das wäre auch eine Möglichkeit. Dient aber, wie gesagt, nicht der Sicherheit. Ja, damit möchte ich auch schon zu konkreten Anwendungsbeispielen kommen. Und da noch kurz, wie ich ausgesucht habe. Ich habe mich jetzt auf das Thema Informationsfluss beschränkt. Es gäbe da ganz viele weitere Themen im Rahmen vom Self-Hosting, zum Beispiel Home Automation, Podcasting, Fotoverwaltung, Media Server
und. Ich habe mich aber auf diese Beispiele da beschränkt, weil ich die ersten selbst schon längere Zeit so im Einsatz habe und da am meisten Erfahrung damit habe. Es finden sich auch im Anhang dann Listen mit self-hosted Software und auch hier würde mich wieder Input auch von eurer Seite interessieren, vielleicht im Rahmen einer Diskussion dann im Anschluss, weil es mag durchaus sein, dass die Erfahrungen da ein bisschen auseinandergehen. Da habe ich mal so grob skizziert, so ein Informations-Workflow, wie er zum Beispiel jetzt in meinem Fall ausschaut. Also da oben gibt es Dinge, wo Informationen daherkommen und da unten, wie sie dann weiterverarbeitet werden. Da auf einer zweiten Folie sehen wir dann die konkreten Produkte dazu, die ich da im Einsatz habe. Und ja, wenn ihr die Präsentation jetzt da zum Beispiel runterladet, dann kommt ihr da durch den Klick auf entsprechend vom Screenshot dann auch auf den Dienst hin, wenn der dafür vorgesehen ist, öffentlich benutzt zu werden. Also es ist zum Beispiel auch beim Tiny RSS, das ist der RSS-Reader, ist zurzeit die User-Anmeldung auch freigeschaltet, falls da jemand Interesse hat, das einmal auszuprobieren, bevor es es dann selbst hostet. Ja, das ist wie gesagt der RSS-Reader meiner Wahl. RSS ist Austauschformat, ein einfaches. Und am besten, ich zeige Ihnen gleich einmal da live her. Ja, genau. Jetzt brauche ich nicht mehr die Maus finden. So. Keine Ahnung. Also ich habe jetzt irgendwas an 2300 Feeds oder so drin und für mich ist das deswegen so relevant, weil ich möchte nicht unbedingt von Facebook oder Twitter bestimmen, was ich da in meinem Newsfeed vorgesetzt bekomme. Das heißt, das ist für mich das, was ich ein bisschen unter digitale Souveränität verstehe. Es ist nicht immer einfach, darüber bei so vielen Feeds dann zu behalten. Das Tool kommt einem da entgegen. Ich habe das jetzt so eingestellt, dass nach 24 Stunden wird ein Mail ausgeschickt mit den ungelesenen Nachrichten und diese werden dann automatisch auf gelesen gesetzt. Und es bietet außerdem weitere Vorteile wie die Möglichkeit, ähnlich lautende Nachrichten dann als gelesen zu markieren. Es gibt zu Tiny RSS auch unzählige Schnittstellen und Plugins für den Export. So. Machen wir das Fenster vorerst wieder zu. Ja, da ist jetzt nochmal zum Beispiel diese Funktion, ich kann mir zu jedem Artikel dann die ähnlichen anschauen und habe dann ja, dann sind es dann mit einem Schlag 100 Artikel weniger. Also Read It Later Dienst, den kann man ebenfalls sehr gut selbst hosten. Da setze ich dann Wellerback ein. Kann man sich ja durchaus auch live mal anschauen. Das schaut dann so aus zum Beispiel. Also der bereitet das dann besonders zum Lesen, zum späteren Lesen dann auf. Und ist ebenfalls der Vorteil, dass ich auch von dem dann wieder weitergehen kann in den unterschiedlichsten Formaten. Ja, da sehen wir hier zum Beispiel EPUB, Text, PDF, XML. Und ein bisschen so die zentrale Stelle für alles, was dann die Ausgangsbasis zum Verteilen in andere, zum Teil eben auch geschlossene Plattformen hinein ist, das ist in meinem Fall Charlie. Das ist einfach so ein Bookmarking- bzw. Microblogging-Dienst. Das sehen wir da. Voilà. Ja, und der bietet da so Zusatzfeatures wie ein Picture Wall oder Tag Cloud, da sieht man dann ja automatisch die Themen, die Beiträge, mit denen man sich so beschäftigt hat.
Und da kann man dann eben, also der liefert ebenfalls wieder ein RSS-Feed aus, mit dem kann man dann zum Beispiel auch noch Twitter weiter verteilen. Und irgendwann, wenn es dann Twitter nicht mehr gibt, gibt es dann vielleicht ja die meinen Reader immer noch da. So. Ah, interessant ist dann die Informationen zum Zeitpunkt, wo man sie gelesen hat, vielleicht auch dauerhaft zu archivieren, weil vielleicht werden sie ja wieder vom Netz genommen oder sonst aus irgendeinem Grund sind sie nicht mehr aufrufbar oder wurden verändert. Da gibt es die Archive-Box. Schaut dann so aus im Einsatz. Also das ist wie ein lokal gehostetes archive.org. Nimmt wieder zum Beispiel unter anderem an RSS-Feeds mit Adressen an und sorgt dann dafür, dass die dann entsprechend abgelegt werden und archiviert werden. Das funktioniert sogar so weit, dass bei GitHub Repos der Quellcode damit runter mit archiviert wird. Erstellt auch bei jeder Quelle automatisch ein PDF von der Adresse und ein HTML-File und ein BNG. Also man kann ja da beispielsweise, wenn man OpenSSH haben, genau. Ja. Das war die Archive-Box. Dann eigene Suche finde ich vor allem deswegen interessant, weil Suche wird ja heutzutage eigentlich schon mit Google im Internet gleichgesetzt. Aber gerade wenn man eigene Metasuchmaschine verwendet, die im Hintergrund mehrere Dienste verwendet, dann fördert das durchaus sinnvolle Ergebnisse zutage, auf die man sonst nicht gekommen wäre. Ganz abgesehen von so netten Dingen wie Sci-Hub-Integration oder Torrent-Integration, was man da ebenfalls hat. Und man kann sich ja die Suche kann man sich ja mit einem Klick als Default dann für Firefox zum Beispiel setzen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, News, also es gibt dann also eine Search-Syntax, News, Grazer Linux-Tage, genau. Bitte. Gute Frage. Für lokale Anbindungen müsste man wahrscheinlich ein eigenes Plugin schreiben. Ja. User Interface für Version Control, da setze ich auf Gitterlet und Tegit. Ich weiß, da gibt es modernere und vor allem größere Alternativen. Das ist für mich deswegen das Tool der Wahl, weil es einfach sehr schnell auch bei hunderten von Repos ist. Und ich verwende das auch dann gern für nicht nur für Code, sondern auch für so Dinge wie Notizen. Ja, wenn man Informationen austauschen möchte, wie Passwörter zum Beispiel, und das über Mail geschehen soll, dann kann man da so als Behelf so einen Dienst wie das PrivateBin verwenden. Das heißt, ich kann da Informationen hinterlegen, die dem User schicken und das dann so einstellen, dass die beim ersten Lesen zerstört werden. Oder 5 Tage gültig sind. Ja, als Wiki-Software ist DokuWiki, das ist jetzt eigentlich nicht so etwas Besonderes zu erwähnen dazu, aber es ist ein sehr leichtgewichtiger Dienst. Und jetzt am Schluss von den Beispielen möchte ich noch Netzwerkkomponenten, also eher netzwerklastigeres, 2 Beispiele nennen. Da wäre zum einen der eigene DNS-Server mit Byhole, das heißt der DNS-Based Ad-Blocking. Da sieht man in
in der Grafik zum Beispiel, dass da immer so zwischen 5 und 15% der Queries geblockt werden. Das heißt, der hat einfach Blacklisten hinterlegt und dubiose Anfragen werden dann einfach nicht beantwortet oder wird dann halt Localhost zurückgegeben. Das macht das Internet deutlich ertragbarer. Ja, es vermeidet dann auch, das vermeidet dann auch solche Sachen, wenn man dann ja, das vom eigenen DNS-Server zurückbekommt und dass der ISP dann die Anfragen nicht auf DNS-Ebene blocken kann. Und dann noch generell als Gateway-Lösung bzw. VPN-Lösung setze ich gerne auf OpenSense in Kombination mit OpenVPN. Der eignet sich ja super dann als Mini-Router zum Beispiel für ein sauberes Netz unterwegs, wenn man in einem Hotel ist oder so. Da zum Beispiel eignen sich diese PC-Engines, APU-Boards sehr gut. Alternative wäre BFSense zum Beispiel oder auf VPN-Ebene WireGuard, mit dem habe ich mich persönlich noch nicht auseinandergesetzt, weil einfach OpenVPN recht gut funktioniert. Ja. Und so gibt es jetzt natürlich noch hunderte weitere Dienste. Vielleicht noch besonders hervorzuheben ist wirklich die Nextcloud mit wirklich einem sehr lebendigen Ökosystem an Dritt-Apps für ja, Konferenzen oder GPX-Dateien und. Beim Mail-Hosting ist vielleicht noch dazu zu sagen, das ist so dann quasi so ein bisschen die Königsklasse. Man hat halt da heutzutage leider das Problem, dass halt viele davon ausgehen, dass Mail eh nur mehr von Microsoft, Google und Co. kommen kann. Und wenn man dann das selbst hostet, landet man halt leider bei den Empfängern sehr häufig im Spam-Filter, obwohl man eigentlich technisch schon alles getan hat, was möglich war. Ja, und auch da wäre dann der Vorschlag, dass wenn da jetzt bei einem gewissen Software Interesse besteht, das zu vertiefen, dass man das dann im Anschluss bei einer Diskussion oder Fragerunde vielleicht noch machen. Ja, und damit möchte ich dann überleiten in genau diese Diskussion mit zwei Zitaten, eins von Tim Berners-Lee. Und das zweite dann eben von der Susanna Zoboff. Danke soweit für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass sich jetzt noch eine Diskussion ergibt im Anschluss. Gibt es schon einmal Fragen oder ich mache einmal parallel das Board auf? Hast du schon selber Erfahrung mit dem Freedom Box Projekt, weil das ja Danke. eigentlich sehr ähnliche Ziele verfolgt, wie deine Philosophie ist, wo es halt für Otto normal. Ich meine, du hast offensichtlich super technisches Verständnis und die Freedom Box ist adressiert für Leute, die eben nicht so ein tiefes technisches Verständnis haben, dass das, was du machen möchtest, möglichst einfach ist. Hast du dir das schon mal angeschaut? Ich kenne das Projekt aber leider nicht im Detail. Ja. Ich weiß, es ist Debian basiert. Und ich kenne die Screenshots und die Dienste, die drauf laufen. Und es ist sicher ein sehr guter Ansatz, das voranzutreiben. Man muss das irgendwie einfacher machen, um das unter die Leute zu bringen. Ja. Also von daher kann es nur gut heißen, aber ich kenne es leider technisch im Detail nicht.
Ja, Logdaten ist ein sehr gutes Stichwort, weil ich bin erst, also ich habe die Logdaten auf dem Server dann GDPR-konform gemacht und da merkt man dann eigentlich, was allein mit diesen Metadaten schon Informationen über einen herauslesbar sind. Ja. Also das ist. Bitte. Was wäre dein Vorschlag, wenn man quasi anfangen würde, weil du ja gesagt hast, selber einen Server zu betreiben, ist ja doch ein bisschen aufwendig. Welchen Preisregionen sollte man sich was zukaufen, weil Raspberry Pi hängt ja dann auch nicht immer, oder ist das quasi auch der Vorschlag, den quasi am Router zu Hause rauszuhängen, dass das quasi dann mit Port Forwarding oder irgend sowas quasi auch erreichbar bleibt, weil irgendwann hört es sich ja auf, also sozusagen, wo sollte man deiner Meinung nach einen Mindeststandard, wo man anfangen sollte vielleicht? Ja, es kommt viel auf den Einsatzzweck drauf an. Das heißt, ist das jetzt eher was ich sowieso nur zu Hause verwende, wie jetzt ein Mediaserver oder so, dann könnte man zum Beispiel sozusagen einen HP Microserver oder irgendwas Vergleichbares einsetzen. Oder wenn es was ist, auf das man von draußen auch rauf will, wie zum Beispiel OnCloud, dann wäre es vielleicht schon günstig, eben so ein VPN einzusetzen. Deswegen habe ich da explizit den Gateway nochmal vorgestellt, weil dann kann ich von draußen auch auf mein internes Netz und kann auch diese Dienste aufrufen. Und, Entschuldigung, Fortsetzung, wäre es dann eventuell sinnvoller, sich dann quasi gleich sowas zur VPS, quasi sowas zuzukaufen, wo man sich das quasi den Server mietet, mehr oder weniger, weil dann sozusagen ein bisschen außerhalb weiß, dass alles gut gewartet wird? Wenn man eben quasi einen Kalender und solche Sachen, also ein bisschen so quasi Nextcloud-artige Sachen, betreiben will, aber ohne sich quasi oder sich auch nicht die Verantwortung oder auch die Möglichkeiten sieht, es wirklich gut genug zu warten. Ja, gerade im Punkto Nextcloud gibt es, glaube ich, mittlerweile relativ viele, auch ein bisschen kleinere Anbieter, die, glaube ich, das relativ gut machen und dann die Wartung übernehmen. Ja, sonst ist es schwierig. Ja. Oder vielleicht kennt man irgendwo im Umkreis jemanden, der da technisch entsprechend versiert ist. Aber also eine Lösung, die dann für alles passt, fürchte ich, gibt es da nicht. Ja. Kurze Frage. Hast du vielleicht irgendeine Idee zum Thema Authentication? Also vor allem, umso mehr Services man hostet und wenn jeder von denen irgendwelche eigene User-Verwaltungen mitbringt, wie zentralisiert man das am besseren? Oder gibt es da eine gute Idee? Ja, gute Frage. In dem Fall so wie Open LDAP setzen zum Beispiel. So Single-Sign-On-Lösungen in dem Fall gibt es ja einige. Da bin ich allerdings jetzt auch nicht unbedingt so versiert, muss ich gestehen. Aber irgendeinen zentralen Verzeichnisdienst kann man da zum Beispiel verwenden. Also LDAP-Anbindung bringen die meisten Dienste mit. Du hast gesagt, Bekannte überzeugen davon, dass man da ein bisschen vorsichtig sein sollte. Das glaube ich ist aber immer ein großes Thema, weil meine nicht technischen Bekannten sagen zum Beispiel immer, ja, du hast eh recht, aber im nächsten Augenblick gehen sie dann auf Google. Machst du Überzeugungsarbeit oder wie deine Bekannten nutzen das dann? Ja, zum Teil. Es ist halt ein Kompromiss. Ja. Man muss halt dann immer beschließen, wie weit will man gehen. Nicht? Ja, wenn man dann nicht auf WhatsApp ist zum Beispiel, also Signal in der ganzen Verwandtschaft durchzubringen oder dergleichen oder die selbst gehosteten Dienste, so weit bin ich noch nicht. Nein. Aber es ist halt, ja, das Problem kennt jeder, der sich mit den Themen auseinandersetzt. Aber ich denke mal, wenn das viele machen würden und irgendwie da Offenheit da wäre für das Thema, ja. Aber ich kenne das Problem, ja. Durchaus.
Sehr gut. Vortrag, Link. Ja, ich hätte noch eine Frage. Du hast gesagt, beim E-Mail-Server, das ist sozusagen die Königsklasse und man macht alles richtig und landet trotzdem bei den großen E-Mail-Providern im Spam. Was waren da so deine Erfahrungsgeschichten? Oder hast du da von Anfang an das Problem gehabt, dass du im Spam landest oder nicht? Oder wie war das? Ja, eigentlich war das über Jahre hinweg ein Problem. Das ist richtig. Also wurscht, was man auch technisch dann dagegen setzt. Das ist einfach so, teilweise ist das in die Router schon implementiert. Da sind dann Freigaben drin eben für die paar Großen und fertig. Also gerade wenn man, also ich habe das dann schon direkt aus dem Internet bei einem Anbieter, beim Hosting-Anbieter betrieben und der steht mit seiner gesamten Netzwerk-Range da in diesen Spam-Filtern drin. Wahrscheinlich stimmt ja zum Großteil, dass von der Netzwerk-Range nicht viel Vernünftiges kommt, aber das hat, wenn man es dann halt ernsthaft probiert, hat man halt dann ein Problem, ja. Und das ja, ist einfach kaum mehr in den Griff zu bekommen. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass das Problem nicht Google selbst oder Outlook.com ist, sondern alle anderen, die E-Mails empfangen, dass die nur die Großen durchlassen? Oder ja. Sowohl als auch? Ja, sowohl als auch, weil es geht jeder nur mehr davon aus, ja, E-Mail ist gleichzusetzen mit Google, Microsoft und noch ein paar große vielleicht. Es gibt ja diese Spam-Listen, Spam-Haus und so weiter. Und da sind eben dann ganze Netzwerk-Ranges von Hosting-Anbietern zum Beispiel drin. Anders schaut es dann vielleicht aus, wenn man tatsächlich irgendwo lokal bei einem Anbieter in einem Rechenzentrum ein Netz hat. Das steht dann da nicht, hoffentlich nicht drauf. Aber sobald man da von den gängigen Hosting-Provider sich einmietet, dann ist man von dem Problem im Prinzip betroffen. Finde ich interessant, weil an und für sich schneiden sich ja dort genau die Leute ins eigene Fleisch, die das Problem dann auch wieder verursachen. Aber macht Sinn. Ich persönlich habe hauptsächlich mit Outlook.com Probleme gehabt, aber ja. Ich kann diese Probleme natürlich auch gut nachvollziehen. Ja. Danke. Danke. Ich habe jetzt auch jahrelang E-Mail-Server betrieben und ich kann nur bestätigen, es ist einfach Arsch. Ja. Es gibt nichts Schlimmeres, als selbst E-Mail-Provider zu sein. Es ist leider so. Ja. Was setzt du da ein konkret? Es war Postfix und Dovecot. RSpamd? Ja. Gibt es sonst noch Fragen, Anmerkungen? Sehr gut. Also ich lasse das Bad natürlich auch online, kann man jederzeit zugreifen, sofern halt dann nicht, ja, sofern es nicht irgendwie in irgendeiner Form missbraucht wird, kann man auch im Nachhinein noch was reinschreiben. Ja, ansonsten noch einmal danke für mich.